Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wer vor zwei Wochen das vorherige Video gesehen hat, hat vielleicht auch meine Begeisterung entdeckt für diese kleinen Teiglinge. Und da habe ich mir überlegt, ich will euch die süße Variante auch nicht vorenthalten, denn die ist auch super lecker. Die gab es bei uns zu Hause eigentlich immer nur im Sommer in der Erntezeit, was den Garten angeht. Also immer quasi, wenn man super viele Johannisbeeren, Erdbeeren, egal was hatte, dann hat meine Mama immer quasi das so als Idee zur Verwertung genutzt. Denn wenn man, jeder der einen Garten hat und viel Obst anbaut, der weiß, wenn man am Ende erntet, denkt man sich dann, am Anfang freut man sich und irgendwann denkt man sich, was soll man denn damit noch machen? Und das ist die perfekte Idee. Heute füllen wir die mit Heidelbeeren, weil einfach draußen ist es ja noch Frühling, da gibt es noch keine frischen. Deswegen die Variante mit Heidelbeeren. Vielleicht ist das die Idee für euch, das auch mal nachzumachen im Sommer. Denn das ist nämlich eine super Nachspeise, die einfach nur echt mega lecker schmeckt. Und den Teig. Den habe ich schon mal zubereitet. Den habe ich im Thermomix gemacht, um es mal zu testen, weil ich das letzte Mal die KitchenAid benutzt habe. Das hat problemlos funktioniert. Ich habe den hier schon mal abgedeckt, einfach nur, damit der nicht austrocknet. Und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los. Das heißt, heute geht das Rezept ratzfatz. So, ihr Lieben, ich viertel den Teig jetzt. Und das viertel ich jetzt nochmal. Das ist nämlich einfacher zum Ausrollen als so einen ganzen Klotz. So, den Rest decken wir jetzt hier wieder ab. Dann nehme ich meinen Teig. Ganz dünn und auch hier oben, und da legen wir ja gleich die fertigen einmal hin. Und denkt dran, es darf nur ganz, also hauchdünn, nur mit den Händen verteilen, weil wenn da so viel drauf ist, dann wird das Ganze nichts. Dann kleben die Wareniki nämlich nicht mehr zusammen. Jetzt machen wir erstmal wieder die klassischen. Ich drücke das Ganze nochmal hier platt. Und dann rollen wir das Ganze aus. So, die Dicke finde ich jetzt perfekt. Jetzt müssen wir uns noch aussuchen, wie groß wir das Ganze machen. Ich finde, die süße Variante, die sollte nicht ganz so groß sein, weil ich glaube, ich nehme jetzt so diese Größe, weil die ja süß aussehen sollen. Und damit ich euch genau sagen kann, wie groß die Dinger sind, das sind jetzt 8,5. Testen wir mal. Ich nehme jetzt wieder diese Form mit den Zacken, weil ich da die Form am süßesten finde, wenn der Rand noch so kleine Verschnörkelungen hat. Wenn man zum Beispiel so ein Ravioli-Messer besitzt, kann man auch einfach so runde Kreise aus und die dann mit einem Ravioli-Messer drumherum gehen, dann haben die genauso einen schönen Rand. Aber sowas habe ich nicht. Teigreste kommen wieder in die abgedeckte Schüssel. Dann nehmen wir die. Nehmen wieder die Klebeseite hier oben hin. Mit den Heidelbeerchen geht das ganz einfach. Die Besonderheit, man kann den Rand einfach immer wieder so eindrehen und dann sieht der noch mal ein bisschen schöner aus. Bei der Variante habe ich auch immer das Gefühl, dass es noch mal ein bisschen fester ist.
Und das jetzt auf dieses Bemehl-Video. Wenn man jetzt saure Früchte benutzt, dann kann man da auch einfach nochmal so ein bisschen Vanillezucker, würde ich da noch reingeben. Dann ist das Ganze nicht zu sauer. Kann man das Ganze noch ein bisschen versüßen. So, ihr Lieben, ich dachte, ich hole euch mal dazu, denn ich habe hier den restlichen Teig. Seht ihr? Ein bisschen in rosa eingefärbt. Einfach hier mit dieser rosanen Pulverfarbe. Die habe ich eingeknetet. Die ist auch asofrei. Das ist ganz wichtig. Gerade auch für Kinder und auch für einen selbst, wenn man ja nicht so viele eklige Zusatzstoffe. So, ich habe hier schon mal wieder Wasser zum Kochen gebracht. Mach das jetzt hier vorsichtig weg. Mach dann wieder so eine Handvoll Esslöffel, gerüstete Esslöffel voll Salz rein. Und danach machen wir jetzt langsam. Jetzt geben wir langsam die Brennikis da rein. So, das reicht auch schon, sonst kleben die ja unten wieder an. Dann machen wir den Deckel drauf und ich stelle den Timer auf 3 Minuten. So, ihr Lieben, 3 Minuten sind rum. Jetzt nehmen wir vorsichtig das hier ab. Am besten immer von einem weghalten. Sonst ist das ganz schön heiß mit dem Dampf. Und dann nehme ich mir jetzt mal ein Rosenes raus. Ein helles und dann probieren wir die gleich mal. Und bei denen ist es auch ganz wichtig, A, natürlich, dass die durch sind und B, dass die nicht zu lange drin sind, denn sonst gehen hier die zugeknebten Teile auf und dann tritt die ganze Flüssigkeit aus. Das wäre natürlich schade. Aber die sehen traumhaft aus, oder? Richtig gut. Ich zeige euch mal, wie wir das jetzt auch noch schön garnieren können. Ich habe nämlich hier schon mal einen Schmand zubereitet, den mit Vanillezucker und noch so ein bisschen Zimt und obendrauf als Topping noch so ein bisschen gefriergetrocknete Erdbeeren. Davon kann man einen Klecks hier drauf geben. Und dann können wir das Ganze schon probieren. So ihr Lieben, ich darf das Ganze endlich probieren. Ich bin schon ganz gespannt, wie das schmeckt. Ich zeige euch das nochmal so. Sieht echt, finde ich, total süß aus mit dem Rosa. Könnte auch glatt als Valentinstagsgericht durchgehen, aber dafür ist es zu spät, ne? Aber außerdem macht man ja auch immer so Freude, ne? Also ihr seht, es ist innen drin schön, also perfekt eigentlich. Es ist nicht so flüssig durch die Beeren, aber auch nicht trocken. Also schmeckt super lecker. Ich würde es genauso nachmachen. Wie gesagt, denkt dran, falls ihr saure Beeren habt, dann macht am besten nochmal ein bisschen Zucker rein und süßt das Ganze. Aber hier in dem Fall sind die Haselbeerchen von selber auch schön süß und schmecken perfekt. Und wenn ihr Früchte in der Saison wählt, ist es eigentlich sowieso hinfällig, da nochmal irgendwas reinzumachen. Denn die Süße haben wir ja auch hier in dem selbstgemachten Dip. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.